Scheiße, wir sollen jetzt rüberkommen. Die Autos auf der Autobahn sind immer so schnell. Oh, und ist langsamer geworden. Und der auch. Gut, dass wir sehen, dass ich rüber möchte. Das ist ja echt nett. Scheiße! Fuck, Mann. Dann warte ich hier jetzt. Ah! Was ist das denn? Schönen guten Tag, ich bin von der Polizei. Was ist hier los? Er ist tot. Frank? Angenehm, Agathe. Also, Wasserrad? Er ist tot. Okay, und weiter? Er liegt da rum. Nee, ich meine ihren Namen. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Woher wissen die denn, dass er tot heißt? Nee, ich meine, er ist tot. Nicht mehr lebend. Gestorben. Kaputt. Ach so, ja, da haben Sie recht. Da würde ich zustimmen. Sehr gut. Haben Sie diesen Mann erschossen? Nein, er war schon erschossen. Aha. Haben Sie gesehen, wie es passiert ist? Nein, ich habe einen Schuss gehört. Und als ich hingekommen bin, lag er schon da. Aha, okay. Haben Sie jemanden weggehen sehen? Nein. Wegrennen? Nein. Laufen? Nein. Wegkriechen? Ja, aber das war eine Raupe. Aha. In welche Richtung denn? In diese. Okay, vielen Dank. Frank, kannst du bitte noch die Zeugen hier übernehmen? Diese war auch eine Verdächtige. Mach ich. Vielen Dank. Dies war ein sehr merkwürdiger Fall. Wie sollte eine Raupe nur eine Schusswaffe bedienen? Dazu noch so eine kleine. Irgendwas ist hier ganz gewaltig faul. Ich weiß nur noch nicht was. Ich fuhr zuerst einmal nach Hause, um eine Nacht darüber zu schlafen. Doch die Gedanken ließen mich nicht los. So's. Also fuhr ich einige Minuten später wieder zurück aufs Revier. Gibt's was Neues in dem Fall? Nö. Da es keine neuen Entwicklungen gab, machte ich mich selber auf die Suche nach dem Übeltäter. Oder der Übeltäterin. Oder den Übeltätern und oder Übeltäterinnen. Ich fing da an, wo ich zuletzt aufgehört habe. Bei der Raupe. Schönen guten Tag. Schönen guten Morgen, Ineptias. Okay. Ist was? Du hältst dich so merkwürdig. Nee, alles gut. Ich glaub... Was? Was ist denn los, Ineptias? Was ist? Ich muss Wolfgang eingeschlafen sein. Das muss doch vor dem Mord sein. Ah, wie gesagt, die Spuren sich rum, das ist nicht gesichert. Wolfgang? Nee, das ist mein Großonkel. Autokorrektur? Entschuldigung. Könntest du mir sagen, wo ich den Weg zur Polizei finde? Ja, einfach da hinten rechts. Da hinten? Genau, da hinten. Und dann rechts, haben wir links, wieder rechts abbiegen. Okay, danke. Darf ich fragen, wozu Sie da hin wollen? Ja, ich arbeite da. Aha, und Sie wissen nicht, wo das ist? Haben Sie kein Smartphone? Ja, danke. Tschüss. Ciao. Als ich diesen Beweis entdeckt hatte, habe ich mich direkt auf den Weg ins Revier gemacht. Hey, wo ist Frank? Der ist wieder am Tatort. Gucken? Bestimmt. Kommt er gerade im Fernsehen? Nein, ich meine, er ist bereits heute Morgen zum neuen Mordtatort gefahren. Er müsste eigentlich noch da sein. Ich war bis eben dort. Frank aber nicht. Vielleicht ist er schon weiter. Das kann sein. Aber du musst dringend mit ihm sprechen. Ich kann ihn orten. Ja, mach das mal bitte. Ich weiß aber nicht, ob ich das darf. Wieso bietest du das dann an? Kam gerade so spontan. Aber es geht um Frank. Vielleicht ist was passiert. Ja, okay. Ich meine, wenn ich es nicht dürfte, könnte ich es auch nicht. Stimmt. Dann guck mal nach. Was ist? Sein Handy ist dort. Sein Handy ist ein Docht? Von einer Kerze? Nein, das ist am Tatort. Ach so. Sicher? Ja. Echt? Ja. Ganz sicher? Ja. Wirklich? Nein. Nee? Doch. Ach so. Das ist ja merkwürdig. Danke. Ich fahre mal wieder dahin. Ah, Frank. Ich habe neue Erkenntnisse in unserem Mordfall. Ich auch. Was ist es? Eine Einsicht durch die Verarbeitung von Erfahrungen und Eindrücken gewonnen wird. Ich habe Drogen am Tatort gefunden. Woher weißt du, dass das Drogen sind? Wo denn? Am Tatort. Wir sind ja gerade da. Ich sehe ja nichts. Zeig doch mal. Jetzt sehe ich auch nichts mehr. Wann hast du es denn gefunden? Eben. Ist keine Stunde her. Ich bin aber jetzt schon länger als eine Stunde hier und habe dich nicht gesehen. Bist du sicher, dass du es nicht geträumt hast? Ja, also war ich jedenfalls. Aber wenn ich es geträumt hätte, hätte ich es nicht geträumt oder halluziniert. Und wenn nicht, dann könnte das schon sein. Aber dann kann es wieder sein, dass es geträumt war. Aha. Also ich dachte, keine Ahnung, irgendwo da. Lass mal nachgucken gehen. Ja. Tatsache. Wo bist du, Jonas? Was? Was hast du gemacht? Nix, alles gut. Aha, okay. Ja. Du hast recht gehabt. Ja klar, ich bin ja auch Profi-Polizist. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja. Was hast du denn rausgefunden? Wir haben etwas gefunden. Das hier. Was ist das? Das, was wir gefunden haben. Das sieht aus wie... Er hat was mit den Napoliten zu tun. Dann werde ich mich mal wohl mit einem von denen unterhalten müssen. Ich glaube, du hast einen Vogel. Nee, das ist nur ein Klingelton. Aber ich glaube, bei dir piept's. Nee, das ist nur ein Vogel. Tschüss. Ich machte also einen Termin mit Don, einem alten Freund. Er legte einen kurzfristigen Termin ein. Ich fuhr also sofort zu ihm, um den Termin einzuhalten. Guten Tag. Bis hier und nicht weiter. Ich habe einen Termin bei Don. Das Eis ist dünn. Don Carleone. Name? Genau, das ist sein Name. Okay. Tut mir leid, hier ist keine Person mit diesem Namen aufgeführt. Bin ich falsch? Anscheinend schon. Okay, danke. Tut mir leid. Tschüss. Schönen Tag noch. Ciao. Da Don nicht auffindbar war, gab ich eine Vermisstenanzeige raus und suchte Susan auf, die Polizeipräsidentin. Ich habe nur kurz Zeit, gleich das Board-Meeting. Ich beeile mich. Ihr habt Board-Meetings? Ja. Auf welchem Schiff? Besprechungsraum 2. Ist das groß? Ja, klein ist es nicht. Okay, egal. Wir haben jetzt was viel Wichtigeres. Es geht um den Mordfall. Welchen? Den. Ach so, ja den. Ich glaube, wir haben bald eine zweite Leiche, die da in Verbindung steht. Wir müssen sofort Don Carleone finden.
Vielleicht ist er noch nicht tot. Der Don Carleone? Ja. Welche Beweise haben Sie denn dafür? Der war gerade nicht da, wo ich ihn treffen wollte. Vielleicht haben Sie oder er sich in Zeit oder Ort vertan. Oder er stand einfach nur im Stau. Nein. Ich bin zu seinem Bodyguard-Typen hin und der meinte, er sei nicht da. Waren Sie denn richtig? Nein, ich war nicht so wichtig. Ich fand es eher wichtig, mich mit dem zu unterhalten. Warst du am richtigen Security-Mitarbeiter? Ja, ich glaube, das war der richtige Shikori-Typ. Naja, prüfen Sie es nochmal. Ich muss jetzt los. Nein, warten Sie! Ich komme zu spät. Aber das ist gerade viel wichtiger. Viel wichtiger als seines... Nein, also nein. Ich rede doch nicht davon. Ich rede von dem Meeting. Achso, und wer ist wichtiger? Das Meeting. Das hat einen Namen? Das macht keinen Sinn. Außerdem habe ich nichts von wichtiger gesagt. Das hast du eben. Ach so, sorry. So, ich gehe jetzt. Warte. Nein, die warten doch schon. Halt, stopp. Nee. Warte doch, du musst sofort einige Kräfte darauf ansetzen, ihn zu finden. Kontrollier erstmal, ob du den nicht so erreichen kannst. Ich muss jetzt gehen. Moment. Du bist gar nicht Susan. Nee. Was denn da los? Susan ist vor einem halben Jahr zurückgetreten. Ich bin Sven. Sven Coppola. Ach so. Naja, tschüss. Erschreck mich doch nicht so. Drecks der Welt. Du hast mich doch erschreckt. Ja, aber du mich auch. Okay, tut mir leid. Mir auch. Okay, gut. Tschüss. Tschüss. Ha? Was ist los? Hast du mir einen Gehfehler gegeben? Nein. Ja, okay. Du wolltest doch nicht gehen? Jetzt bin ich mit meinen Füßen umgeknickt. Mit beiden? Nee, mit allen. Jetzt komme ich noch später als zu spät. Tut mir leid. Was? Was? In dem Mikro ist eine Bombe explodiert. Deswegen wollten sie mich aufhalten. Aber woher wusste ich von der Bombe und wieso haben sie die anderen sterben lassen? Wie kann ich mich reparieren? Ich schicke einmal Kräfte auf die Suche nach Don. Ohne Beweise. Aber nur einen. Vielleicht findet er Beweise. Danke, das ist eine gute Idee. Ich hole auch nochmal. Okay, und du kriegst einen Orden. Alles klar, machen wir so. Okay, dann mach das so. Was? Wir machen ein Duett. Nice. Ja, ich guck mal, ob ich Don dafür erreichen kann. Okay, tschüss. Schönen Tag noch. Komm, geh ran. Geh ran. Scheiße, Mann. Oh, sie hat probiert. Was ist das? Eine Nachricht von Don? Oder sein Entführer? Ich kann gerade nicht telefonieren, was willst du? Der Entführer oder Mörder gibt sich für ihn aus. Was soll ich jetzt machen? Ich würde jetzt die Polizei rufen, aber ich bin die Polizei. Wo warst du? Wo warst du? Das hab ich gerade gefragt. Ja, ich hab auf dich geantwortet. Nee, doch. Was? Nee. Ha, nee. Shut up. Okay, ich hab geantwortet. Eine Stunde. Ich war da. Du warst Gardinen da. Gardinen? Gar nicht. Okay, bitte. Das macht keinen Sinn. Ausrufezeichen. Danke. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Danke. Kannst du mir nochmal die Adresse senden? Hallo? Hallo? Ich hab deine Ehre ausgespuckt. Ich hab deine Ehre ausgespuckt und im Klo runtergespült. Erstens, falsch geschrieben. Zweitens, Sinn? Nee. Dann nehme ich das wieder zurück. Vorsicht. Lass ihn morgen nochmal treffen. Lass mal lassen. Okay, sorry. Toll, jetzt ist der Drecksack und sonst auf die Suche nach Beweisen. Oder vielleicht auch nicht. Ich hab doch noch nicht angerufen. Kannst du mir kurz eine Sprachnachricht senden, in der du super Sache sagst? Super Sache! Danke! Na okay. Doch, der echte. Dann kann ich mich wieder auf Mordfall konzentrieren. Haben wir schon Überwachungskameras angeguckt? Wo ist Frank? Ich machte mich auf den Weg aufs Revier, um mir die Überwachungsvideos anzugucken. Vielleicht sein Hinweis oder der Täter oder beides zu sehen. Überwachungskameras. Gute Idee. Kriegst du es an? Es ist schon an. Da! Hast du es gesehen? Was? Das. Was ist denn da? Moment, ich zoom ran. Und jetzt scharf stellen. Nochmal. Was ist denn da? Guck mal, wie der aussieht. Dazu sollte ich jetzt pausieren? Ja, das ist lustig. Du bist schon ziemlich asozial. Okay, mach weiter. Guck mal, da bist du. Das kann aber nicht sein. Ich war nicht das zu dieser Zeit. Oh mein Gott, du bist tot. Was? Nein. Frank, wieso? Ich bin nicht tot, du Drecksack. Nein, was? Wieso hast du überlebt? Ich bin das nicht. Du bist nicht Frank? Doch, ich bin Frank, aber der ist nicht Frank. Aber der sieht genauso aus wie du. Ja, stimmt. Fast. Das könnte uns vielleicht weiterbringen. Möglicherweise eine Verwechslung. Genau. Aber wir könnten dich töten wollen. Vielleicht war es auch keine Verwechslung, keine Ahnung. Denk nach, Frank. Polizei, ruf, schönen guten Tag. Bitte helfen Sie uns, wir sind in Gefahr. Tut mir leid, ich habe gerade Pause. Der Kollege, der gerade Schicht hat, ist eben auf das stille Örtchen gewandert. Also jetzt kurz mal ein bisschen warten, aber versuchen Sie es gleich nochmal bitte. Hier ist ein Einbrecher, er hat eine Schusswaffe, glaube ich. Er hat meinen Mann schon angeschossen. Er verblutet jetzt, kann aber auch sein, dass er nur so viel Blut verliert. Man, die Adresse ist... Bin ich verstanden? Was ist denn da los? Naja, ich esse mal eine Pizza. Was ist da ein Haar drin? Was ist das denn? Von mir kann dieses Haar nur sein. Welcher kernplatte Drecksdepp hat schon wieder meine Haarpinsel? Nein, nicht das. Ich meine, überleg mal, wer dich töten wollen würde. Vielleicht meine Ex-Chefin. Wer ist das? Deine Ex-Chefin. Ach so, warum sollte er das tun? Ich habe möglicherweise dazu beigetragen, dass er seine Beine und sein linkes Ohr verloren hat. Das rechte auch? Nee, das nicht. Aha. Oder vielleicht meine Ex-Frau. Warum? Ich habe möglicherweise dazu beigetragen, dass sie ihren Job und ihren linken Arm verloren hat. Also jetzt ist sie alright? Nee, da geht's nicht so gut. Aber warum Englisch? Ist egal. Okay. Okay, wie lange ist es denn her? So eine Woche und etwas mehr als einen Monat. Dann müssen wir die mal besuchen. Hey Leute, ein neuer Mord. Ernst ist tot. Was? Noch ein Polygon? Polizist. Genau, das meinte ich ja. Also du meinst, wenn wir davon ausgehen, dass der erste Mord eine Verwechslung war, ist ein Motiv erkennbar.
Es werden Polizisten ermordet? Genau. Das liegt nah. Aber wie viel Abstand war zwischen den beiden Morden? Ich glaube, ungefähr 24 Stunden. Was? Ja. Genau? Ja, fast. Der Hammer. Nee, Zeit. Da müssen wir uns beeilen. In 24 Stunden wird vielleicht der Nächste getötet. Das könnte einer von uns sein. Ja, stimmt. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Aber irgendwie sieht uns Don auch ähnlich. Vielleicht ist er in Gefahr. Wir müssen zu Susan. Wozu das? Hätte er schon gekündigt. Achso, ja, ich meine die neuen Typen. Achso. Aber ich eigentlich muss nur zu den neuen Typen. Gut Deutsch Satz. Danke. Ich hätte vergessen, dem Typen, den der Typ beauftragt hat, Don zu suchen, zu sagen, dass es Don gut geht. Doch nachdem ich es ihm sagte, wurde ich gewaltig überrascht. Er sagte mir... Don wurde entführt, die fordern 1 Million Euro. Rohe Eier? Ich weiß nicht, welche Eier die haben. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Du hast doch gesagt, dass etwas mit ihm passiert ist. Was ist jetzt los? Nein, ich habe letztens mit ihm geschrieben. Mit ihm? Nein, nicht mit Ian, mit Don. Ja? Oder er war es nicht. Das kann sein. Wann war das denn? Heute Mittag. Dann war es doch er. Wer ist denn das? Doch er? Don. Nein, ich bin nicht Don. Was? Das ist mir zu verwirrend. Aber ich frage mich jetzt, woher wusstest du schon, dass er entführt wurde, bevor er entführt wurde? Und warum sagst du jetzt, dass alles gut ist? Ich hab's jetzt gedacht und herausgefunden, dass es nicht so ist. Dann hast du mir gesagt, dass es doch so ist. Aber ich dachte nicht. Aha. Auf jeden Fall wirst du von den Ermittlungen ausgeschlossen. Aha, okay. Ich will auch gar nicht bei deinen blöden Ermittlungen mitmachen. Du machst auch nur diese, oder? Ich meine alle. Das kannst du nicht tun. Doch. Aber ein Polizist unter Mordverdacht und Entführungsverdacht kann man nicht weiter ermitteln. Ermitteln würde ich es dann tun. Du hast nicht die Befugnis dazu. Und außerdem war ich es nicht. Und Mordverdacht? Doch, werden wir sehen. Ja, okay, ich werde mit... Wie heißt denn der nochmal? Der Chef, mit dem werde ich darüber reden. Okay, mach das. Und er wird mir bestätigen, dass ich weiterermitteln darf. Sogar muss. Was? Wer ist das? Ist das fucking Jack in Hagar oder was? Ich musste ihn zuerst finden. Man sagt, er sei auf die Insel Porto Santo gewandert.